Hallo miteinander zu einem neuen Part Forza Horizon 2. Und jetzt steht also das Duell gegen die Flügerstaffel an. Ich wünsche euch dabei viel Vergnügen. Wir wieder gegen Flüger fahren, so wie es aussieht. Das ist nicht unbedingt etwas, was ich gerne mache. Schlagen Sie Kunstflugteam. Mit einem Ferrari. Auf Fahrspaßleistung ist 55. Okay, sie sind zwar schneller als du, aber ihr Wendekreis ist auch viel größer als deiner. Das könnte ein knappes Rennen werden. Tausend schon mehr vorbei. Da ganz allein auf der Strecke. Vorne kommt ein Kontrollpunkt. Ich bin noch vorne, aber das ist bei diesen Schaurennen ja meistens so, dass die am Anfang vorne sind und die erst gegen den Schluss, was so lecker kann. Schade, dass es nicht so richtig Zeit anzeigt. Also es zeigt mir zwar Position 1 an, schön und gut, aber das zeigt mir nicht angezeigt, dass ich beim Kontrollpunkt da vorne bin, wirklich. Jetzt bin ich wieder Zweiter mit dem Kontrollpunkt. Wobei, ich glaube, ich mache mich da nicht so schlecht in dem Rennen, auch wenn ich jetzt noch Zweiter bin, aber die fliegen jetzt noch mal an mir vorbei. Ja, jetzt bin ich auch wieder Erster, weil die fliegen jetzt wieder in die andere Richtung. Soll einer verstehen. Jetzt bin ich wieder Zweiter bei dem Kontrollpunkt. Dort hinten wäre die Ziellinie. Jetzt sind wir wieder Erster. Verlieren. Ja, das ist aber nicht vorausgesehen. Ja, oder knapp. Du hast dich aber gut geschlagen. Leute werden noch jahrelang über die Veranstaltung reden. Ich starte sie nochmal neu. Weil ich will sie ja gewinnen. Die Sonderveranstaltung. Aber es tut mir wirklich ein bisschen schade, dass es das nicht besser anzeigt, von der Zeit her. Würde mir da eigentlich schon wünschen, dass ich da ich habe klar gesagt, auf welchem Platz ich bin. Da muss ich mir noch gar keine Gedanken machen. Ich weiß auch nicht, ob ich jetzt schneller unterwegs bin als vorher. Das Gefühl, ich bin ein bisschen weniger kollidiert. Aber ob das dann eben auch schneller ist. Boah, aber das ist jetzt ganz übel gewesen. Das letzte Mal sind wir da die Flüge nicht entgegengekommen, das Vibrieren jetzt. Also ich bin jetzt schneller als vorher. Aber das war jetzt gerade sehr übel, überhaupt keine Kontrolle mehr über das Fahrzeug gehabt. Da brettern sie wieder rein. Also wenn die so ob uns durchbrettern, dann vibriert da nicht nur der Controller, sondern es lässt sich auch fast nicht mehr lenken. Muss immer wieder auskorrigieren irgendwie.
zwar auch im Tunnel drin jetzt dann, also es sind irgendwelche Luftverwirbelungen, die sind ins Tunnel reinzieht. Also jetzt fühlen wir sind schneller unterwegs als vorher. Aber jetzt kennen wir natürlich auch die Strecke schon, also natürlich auch ein Vorteil. Da wieder über unsere Köpfe hinweg. Oh, der ist jetzt aber schlecht gewesen da. Bin das letzte Mal nicht kollidiert. Wir sind jetzt hier einigermaßen besser durchgekommen und es lange zum Erstwerden. Im zweiten Versuch. Ziemlich beeindruckend, nicht wahr? Ich hätte nie gedacht, dass du sie besiegst. Ja, hätte ich auch nicht gedacht. Mal eigentlich schon. Oh, habe ich das bereits erwähnt? Den Wagen darfst du behalten. Juhu! Darf den Wagen behalten? Aber das haben wir natürlich schon gewusst, das ist im vorhergehenden Fahrzeug auch schon so gewesen. Und wir haben einen neuen Wheelspin. Mal schauen, was wir das mal kriegen. Der ist auch wieder direkt da mit X aktivieren oder muss ich da dafür ins Menü? Die Ladezeiten sind die beim Forza Horizon auch schon so lang gewesen? Wahrscheinlich nein, nicht, weil's. Tim, ich fahre nicht, aber die Teilnehmer sind die besten, die beim Festival am Start sind. Komm schon, das Finale wird das Ereignis des Sommers. Ja, es ist super. Wo bist du gerade? Ach, zu dumm. Wir fahren gleich runter nach Nizza. Okay, wir starten die zweite Etappe der Autotour, bereit? Wir fahren nach Nizza la Bella, in die schöne Stadt Nizza. Komm schon, los geht's. Ja, aber bevor wir nach Nizza fahren, hätte ich auch ganz noch gerne. Hey, es ist gerade ein neuer Sender zu den voreingestellten Radiosendern dazugekommen. Jetzt kannst du auch Hospital Records Radio hören. Records, derzeit. Ich will aber. Ich will keinen Radiosender haben. Aber wir hätten doch eigentlich noch den Wheelspin machen. Fahrspaßliste 2. Ah, Wheelspin kann ich jetzt gar nicht machen. Okay. Was haben wir denn da? Okay. Aktive Liste, ja. Okay, ja. Wir sehen ja dann, wie das da noch vorangeht, da wir noch mal ein bisschen weiter sind mit diesen Dingern. So. Oh. Ist das eine Tafel gewesen? Ah! Ja, das ist eine Tafel gewesen. Das mal kleiner gemacht und besser versteckt. Du wirst überall auf dem Festival auf sie treffen. Die Bonustafeln. Für manche erhältst du einen Rabatt auf schnelles Reisen während des Festivals. So wie für diese hier. Für andere erhältst du eine Bargeldbelohnung. Also halt die Augen danach offen. Ja, die sind glaube ich schwieriger zum sehen das Jahr. Oder die Version vom Spiel. Das Jahr ist ja falsch. Da hinten was so. Mal so. Aber mal so ein bisschen die Ecken mal anschauen, ob da irgendwo etwas ist. Ja, schau mal da. 1000 EP. 150 Tafeln hat es. Mal schauen, ob ich die habe wirklich gesehen habe. Oh Gott, der hat es jetzt ja hinzufügt auf der Karte, auch wenn ich ihn nicht gesehen habe. Also. Driften wir dann mal in die Kurve. Wir wollen ja auch schnell aufleveln eigentlich. Es gibt auch immer wieder
Belohnungen, es gibt auch immer wieder Credits dazu, wo man brauchen können für bestimmte Fahrzeuge zu modifizieren oder eben halt zu kaufen, wenn man es nicht hin für das Rennen braucht. Ein bisschen kollidieren muss auch drin sein. Ich denke, es gibt eine grüne Tafel. Mal schauen, was das denn genauer ist. Also sicher auch irgendwo irgendetwas. Platz ist da schon fast prädestiniert für irgendwas. Nicht, okay. Hätte ja sein können. Ich habe mich ein bisschen anschauen. Mal was sieht. Aber das hier möchte ich jetzt schnell anschauen, weil hier geht eine Straßenart wieder rauf und hinten ist jetzt auch schon so raufgegangen. Ja, und siehe da! Da ist eine Tafel. Da hinten ja nochmal was. Nein. Da habe ich schon gesehen, dass es rauf geht. Und so, Versteck haben wir natürlich jetzt gelernt. Aus dem ersten Teil, dass es die Versteck gibt. Sauber verwischt. Schön anvisiert, schön getroffen. Hat es überall so... Oi, was ist echt da dahinter? In 100 Metern nach links abbiegen. Und es ist sogar eine Abkürzung. Oh, das zeigt mir da noch nichts bei Tafeln. Ah, also man muss halt scheinbar nicht wirklich noch dran herfahren, dass es einem die anzeigt. Bitte wenden. Oh, ist eine hochwertige. Die habe ich jetzt zum Beispiel nicht gesehen, aber die zeigt es mir auf der Karte an. 7500 EP, nett. Komm ich da runter? Ah, vielleicht? Nein, kann ich nicht. Ah, alles klar. Dann halt da wieder raus, oder? Wenn möglich, bitte wenden. Und die Tafel da oben holen. Wir bewegen uns jetzt weiter nach Nizza. Im Kreisverkehr die erste Ausfahrt nehmen. Oh, im Kreisverkehr. Eieiei. Wir sind jetzt zumindest schon mal in Nizza angekommen. Aber noch nicht am Bestimmungsort. Ah, oh, was? Unterbricht die Kette noch nicht. Oi, oi, oi. In 200 Metern nach links abbiegen. Nach links abbiegen. In 200 Metern nach links abbiegen. Nach links abbiegen. Der andere entlang, dann noch ein bisschen Zeug abräumen. Ja. Das Zeug abzuräumen gehen und einfach etwas davon ist dann hat dazu geführt, dass die Kette durchbrochen wird. Alles klar. In 400 Metern nach rechts. Jetzt sind wir dann bald am Zielort angekommen. Ja, dunkel geworden. Irgendwo mitten in der Stadt drin. In 200 Metern nach rechts abbiegen. Jetzt habe ich schon gleich viel Straße entdeckt. Also, ja,
Hast du vermutlich bis dahin gefahren und dann nicht mehr weiter. Es macht gerade so den Anschein dann an, weil bisher sind wir doch recht geführt worden durch das Ganze. Haben uns nicht gross frei bewegt. Willkommen in Nizza. Wie ich bereits sagte, an welchen Meisterschaften du teilnimmst, hängt von den Autos ab, die du fährst. Also habe ich dich bei der Modern Supercars Championship in Nizza angemeldet. Wenn du eher auf etwas anderes Lust hast, ist das kein Ding. Der Autosalon hat jetzt offen. Du kannst also ein neues Auto kaufen und dann zurückkommen, um dich für die Meisterschaft des Autos anzumelden. Ja, ich würde sagen, wir fahren einfach gerade das, was wir da vorgeschlagen kriegen. Hey, der Autosalon hat jetzt offen. Wenn Sie ein neues Auto kaufen möchten, in 100 Metern nach links abbiegen. So, jetzt können wir Stufenaufstieg erreicht. Für den Preis drehen. Und wir kriegen das mal. 30.000. Oh, wir haben gerade nochmal einen. Und das mal gibt's 9.000, okay. Immerhin gehen wir zum nächsten Rennen. 100 Meter nach links abbiegen. Ja, und das nächste Rennen, ihr ahnt es schon, gibt es im nächsten Part. Ich hoffe, ihr seid dann auch wieder mit dabei. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss miteinander.